Das heutige Zeitfahren startet in Egel, direkt beim Hauptsitz der UCI. Wir haben gute 5 km flach bis nach Olon. Und von dort weg fährt es dann an steigen, immer regelmässig bis nach Villar. 15,7 km die ganze Geschichte, mit rund 865 Meter positiver Steigung. Wir befinden uns jetzt in Olon, also gerade am Fuß der Steigung nach Villar. Hier, in diesem Moment, fängt die Steigung an. Sehr regelmässiger Berg, steil, hart. Und es ist wirklich eine schwierige Aufgabe für die Fahrer. Die ersten steilen Meter sind geschafft. Es eröffnet sich jetzt den Fahrern eine wunderschöne Aussicht hier. Aber die werden zu diesem Zeitpunkt sicher keine Augen mehr haben für das. Ein sehr schweres Zeitfahren, sehr schwer zum Einteilen für die Rennfahrerinnen und Rennfahrer. Man muss einerseits können rollen auf der Fläche, einen guten Rhythmus finden und dann aber nach Olon wieder sich umstellen, Beine finden, Bergbeine auspacken und dann möglichst schnell klettern. Also einerseits in der Position, Zeitfahrposition, möglichst aerodynamisch mit einer höheren Kadenz können fahren und dann bergauf sich auf die Steigung einstellen. Es ist ein sehr regelmäßiger Aufstieg, recht steil, also konstant zwischen 8-10% Steigung. Aber die ganz grossen Rampen hat es nicht drin. Also man merkt eigentlich, dass man wirklich schnell einen guten Rhythmus finden kann in dieser Steigung. Und das ist eigentlich sehr wichtig auch. Und nachher hat man einfach wirklich halt so einen Effort zwischen 20-25 Minuten, wo die Fahrer hier erwartet und was sehr streng ist. Nach dem schweren Auftakt von gestern ist heute bereits wieder ein wichtiger Tag für Gesamtklassementsfahrerinnen. Was sicher speziell ist für die Fahrerinnen, ist, dass sie einen seltenen Zeitfahren haben und natürlich ganz speziell so ein Bergzeitfahren oder ein Zeitfahren, das in zwei Teile geteilt ist, man sicher sehr, sehr selten macht und wahrscheinlich die eine oder andere noch gar noch nie gemacht hat. Und das wird sicher eine grosse Herausforderung für die Frauen sein. Heute bei den Männern ist das Zeitfahren noch der letzte Showdown zwischen den Gesamtklassementsfavoriten. Heute kann man doch noch mal einiges gut machen, gewinnen oder verlieren.